Ein herzlich willkommen zurück zu der Abenteuerreise vom Projekt AEE. Jetzt in neu und noch viel besser. Abonniert uns und gebt uns eure Erstgeborenen. Wir opfern sie für den großen Let's Play Gott. Dodo Jesus, ah! Oh nee, das ist ein Pilzbiom. Nee. Ich hoffe, die Ritter haben mich nicht gesehen. Die guten Ritterchen. Wir sind, lass mich ausreden. Wir sind auf Abenteuerreise um einen Steuerung V, verdammt. Ich habe einen Wintry Hive. Heißen die Hive jetzt auch alle anders? Oh, ich habe Quarried Stone gefunden. Schön. Ist ja was für dich. Mhm. Naja, wir brauchen nach wie vor einen Meteoriten. Oder zumindest mehrere, falls die gewünschten Pressen, weil man braucht ja jetzt Pressen, um Dinge zu pressen. Kleine Kinder zum Beispiel. Nein, das ist eine biologische Presse, mein lieber Freund. Ach so. Darüber können wir uns aber nicht unterhalten. Das ist ein Tabuthema. Erwähne es nicht. Tabu, ist es nicht so eine Band? Ich habe gefunden. Echt? Na. Ja. Soll ich dir die Koordinaten nennen, oder? Ich glaube, ich bin sowieso irgendwo. Ich könnte mich natürlich zu dir teleportieren, das war nicht so geplant. Bist du in der Nähe des Hauses? Ich bin irgendwo. Warte mal, ich sehe dich. Ich sehe deinen Schriftzug. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Kann das sein? Oder zeig mir das nur ungefähr an, wo du bist. Warte mal, ich gehe drauf zu. Oh, ich sehe dich. Ja, passt. Ha, dann war ich ja gar nicht so weit weg. Ist ja witzig. So, gucken wir mal. Oh. Laufschlampe. Wir brauchen den Skystone nämlich auch für den... Ah, da ist die Kiste schon. Nein, es ist nur der Calculation Press drin. Nein, also die schwarzen Dinger waren die Meteoriten. Ja. Ah. Wo ist er denn? Ich sehe, du hast einen erotischen Hut. Der geht sicher ab wie eine Rakete. Tja, wer hat, der hat, ne? Ach, Skystone. Brauchen wir den nicht auch für irgendwas von Applied Energistics? Ja, für die... Für den ME-Controller, glaube ich, oder? Genau, ja. 4 Stück, um genau zu sein. Aber ich habe schon welchen eingepackt. Ich will meinen eigenen. Das reicht. Ich will meinen eigenen ME-Controller. Wir brauchen noch 3 andere. Nein. Aber jetzt weiß ich wenigstens noch, wonach ich suchen muss. Ich wollte jetzt eigentlich offscreen, aber... Das ist wieder so typisch für mich, weißt? Ich sag was. Ich sag was, ne? Ja. Und dann folgt mir was ganz anderes ein und konzentriere mich dann drauf und vergiss alles andere. So typisch. It's so typical. Ich hab dich schon wieder verloren. Das macht nichts. Es ist eh besser, wenn wir uns aufteilen, wie du gesehen hast. Dann finden wir vielleicht eher was. Am Ende teleportieren wir uns einfach wieder zurück zum Haus. Ich hab noch Gold. Wahrscheinlich trennen wir uns, damit wir uns dann eh wieder finden. Einen Sombrero habe ich schon, danke. Wie viele Hüte ich allein jetzt schon gesammelt habe. Mhm. Très chic, très chic. Oui. Wow. Aber ich glaube, die Meteoriten sind eher an sind eher an wie nennt man das, Ebenen. Ja, ich bin... Hundis! Ja, ich hab Hundi! Hündchen! Du heißt jetzt Wuff. Und du? Du bist Waff. Wuff, Waff. Kommt, meine Hündchen. Hast du Knochen dabei? Ja, ich hab Skelett vorhin getötet. Jetzt hab ich Wuff und Waff. Lol. Wuff und Waff, wie kreativ. Das heißt so wie Bella und Schnuffi. Dann werde ich mich erstmal Richtung Heimat begeben. Richtig schon? Nein, das hat Hundis, ich nicht. Hundis, teleportiert euch. Sind ja nur 1000 Meter. 1000 Zentimeter. Das ist das falsche Lied. Oh.
Aber währenddessen werde ich einen anderen Weg einschlagen, in der Hoffnung, einen anderen Meteoroiden zu finden. Einen Metroid-Eden. Metroid, war das nicht so ein Spiel? Ich habe nur noch ein Hühnchen, was ist mein zweites Hühnchen? Mein Kaffee ist fast leer. Und da ist noch ein Unusual Hive. Nein. Boah, ich müsste mir noch einen Kaffee holen. Ach, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja jetzt im Urlaub. Ich habe ja jetzt Milliarden, Trillionen Stunden Zeit, um aufzunehmen. Yay! Urlaub ist doch schön, nicht wahr? Richtig. Wenn man mal einen hat. Alles nicht so einfach, mein Freund. Was ist das da für ein komischer Stein schon wieder? Ist das einfach nur Clay? Wahrscheinlich einfach nur Clay. Ja, natürlich. Ja, Clay müssen wir dann auch später sammeln. Ja, aber der ist zum Glück nicht mehr so selten. Der war ja zwischendurch so extrem selten. Ich glaube, ganz am Anfang wurde wirklich keinen Clay gefunden hast. Wenn du einen gefunden hast, hast du den in, weiß nicht, was für Kisten verwahrt und verschlossen und mit Obsidian umschlossen. Die waren wirklich so selten da. Da kriegst du einen Anfall, wenn du aus Versehen irgendwas falsch damit baust. Und das ist ja so schwer zum Abbauen gegangen. Wenn man nicht alles täuscht, ne? Zum Abbauen war, glaube ich, schon leicht, aber es war halt immer nur gerade so viel, dass du halt, was weiß ich, 3 Blocks machen konntest. So, okay, da wo ich jetzt bin, glaube ich, werde ich keinen Meteoriten finden. The Last Color auf Weltreise, das ist eigentlich, oh, eine Stadt. Na, jetzt mit deinem neuen Projekt, ne? Bin ich denn hier eigentlich? Wie heißt es? Stellaris, ne? Stellarius. Mit den Scullys-Clan. Meine Saichiki. Ah, ich mag das Spiel irgendwie. Es hat mich irgendwie unheimlich an die Zerg erinnert, als du die erklärt hast. Ja, es kommt hin, ja. Muss man sagen. Aber die Zerg sind halt noch ein bisschen brutaler. Aber ich mag sie. Ich habe vor allem das damalige Strategiespiel, eben die Völker, von dem ich das habe. Das Spiel habe ich echt gesuchtet wie nichts Gutes als Kind. Wie hieß es denn? Die Völker. Einfach die Völker. Die Völker? Mhm. Von Joe Wood, die es ja leider auch nicht mehr gibt. Es ist ja jetzt vor kurzem erst wieder ein Publisher oder beziehungsweise eine Spieleschmiede eingegangen oder aufgekauft worden, ne? Westwood oder so. Oder keine Ahnung. Westwood? Hassen sie so? Ist Westwood nicht schon länger insolvent? Weiß gerade gar nicht. Lionsgate, von denen weiß ich. Lion Studios? Ja, die Fable, haben die nicht Fable gemacht? Ja, genau. Lion Studios oder die, so? Die sind geschlossen worden, weil sie nicht produktiv genug waren von Microsoft. Oh. Lionhead Studios, glaube ich, hießen sie. Schade. Mm. Eigentlich. Ich muss auch sagen, hoppala, ich muss auch sagen, zu Fable, ich habe jetzt einen zweiten Teil nur kurz gespielt und den dritten Teil habe ich ja wirklich verschlungen, ne? Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht hier und da kleinere Kritikpunkte, ne? Mhm. Aber ansonsten war es für mich ein sehr sympathisches Spiel. Ich bin da eher so ein bisschen in die Richtung gewesen. Fable 1 habe ich gesuchtet, da habe ich echt alles gehabt. Alles, jedes noch so schmutzige, opfere so und so viel Bürger, schlaf mit so und so vielen Prostituierten. Ich habe alles gemacht, nur im Dienste der Wissenschaft natürlich. und Fable 3 habe ich zweimal durchgespielt, einmal auf gut, einmal auf böse und dann habe ich es ehrlich gesagt nie wieder angeschaut, weil es mir so egal war. Es hat, man muss sagen, bei Fable 3, du hast nicht wirklich Auswahl gehabt. Entweder bringst du um oder nicht, es hat keine dritte Option gegeben, ne? Ja, in Fable 1 hattest du irgendwie mehr. Ich meine, es ist jetzt ein Spoiler, wenn ich von einem alten Spiel was erzähle. Nee, ganz ehrlich. Okay, im ersten Teil hast du ja wirklich noch die Möglichkeit, du entscheidest dich, ob du Macht willst, also ob du deine Schwester umbringst oder ob du sie verschonst. Im dritten Teil bist du eigentlich, obwohl du, selbst wenn du der Böse bist, machst du immer noch was Gutes. Mhm. Gleich wie du im ersten Teil eigentlich alle deine alten Lehrmeister umbringen konntest. Das fehlte mir im dritten Teil. Das war irgendwie das, was Fable für mich sympathisch gemacht hat. Diese komplette Freiheit, dass du jeden erschlagen, opfern, was auch immer kannst. Klingt hart, aber es ist halt so. Ja, Spielefreiheit, ne? Also wirklich
Ja, Freiheit bieten dir leider viel zu wenige Spiele. Hachi. Oh, hat geniest. Du musst Gott sein, wenn du niest, dass es Tag ist. Ja, genau, aus dem Grund, genau wegen solchen komischen Gurken wie dir. Dumm. Oh, und es funktioniert. Ich wollte es nur gerade beweisen, dass es wirklich funktioniert, dass die jetzt keine Landschaft mehr wegsprengen. Ich sehe hier weit und breit, ich sehe hier beeindruckende Landschaften, aber weit und breit keine Meteoriten. Ich habe einen Creeper gefunden. Creeper, geh weg. Ich mag dich nicht. Ja, ich werde dann in die andere Richtung gehen. Okay, da runterspringen ist jetzt eher so nicht mein Plan. Aber da was sind auch meine Hündchen? Was sind Waff und Wuff? Waff und Wuff? Kommt her. Nachfolger von Tick, Trick und Track. Ja, braves Hündchen. Du setzt dich hier hin. Wo ist Wuff? Komm her, Wuff. Hui. Wuff, beweg deinen Arsch hierher. Na komm. Nein. Ich hab Fleischi. Komm, Leckerli. Dämliche Töle. Man merkt, es ist ein verantwortungsbewusster Tierbesitzer. Na komm, Wauwau. Komm, Wauwau. Ups. Braves Wauwau. Braves Wauwau, Dreckstöle. Entschuldigung. So, gut, ich gehe in die nächste Richtung. In die nächste? In die andere Richtung, wollte ich sagen. Dann drück dich deutlich aus. Ich gehe übers Ufer. Über das oder übers andere? Oh Gott, du kannst wieder etwas von deiner Liste abhacken. Homophobe Witze gemacht, gecheckt. Was? Ich bin... Nein, ich bin wirklich nicht homophob, auch wenn ich mich so anhöre. Nur ein kleines bisschen. Nee, Spaß ist, wenn ihr homophob ist, dann müsst ihr total nazimäßig drauf sein. Getreu dem Motto, ein bisschen Bi schadet nie. Und den zweiten Teil erspare ich euch jetzt. Ich bin für das... Was? Ich habe nichts gehört. Nur Österreicher können dieses R so toll rollen. Und Russen. Und Russen. Da. Da, Wodka. Da, Schwinanga. Oh, Katoschka, geht Gnaf. Genau, jeder Russe sagt mindestens einmal am Tag Gnaf. Genau, das muss so sein. Habe ich gehört. Das haben wir in den Filmen damals gelernt, also stimmt's auch. Tut mir an alle russischen Landsleute, sage ich, an allen russischen Leuten, tut's mir leid. Ja, wer weiß, vielleicht bin ich von russischer Abstammung, kann ja keiner wissen, ne? Meine Ur-Oma mit der Tante, mein, das ist auch schon wieder... Also wieder Inzest, ich habe ja euch gesagt, das ist nix. Wenn die Oma mit der Tante... Eieiei. Ich habe einen Dings gefunden, einen... Meteoriten? Genau, danke. Warum findest du die und ich finde gar nichts? Weil ich es kann? Das könnte sein. Dafür finde ich Chunk Fails. Aber das ist so klein, ich glaube, da ist nichts drin. That's what she said. Oh doch, da ist eine Kiste. Calculation Engineer Press, okay. Haben wir richtig kalkuliert oder falsch? Ich sag's euch, ich gehe da offline zu. Ich muss wieder offline suchen gehen. Es ist wie der Enderperle, erinnerst du dich? Oh ja, erinnere mich nicht daran. Den verfluchten Enderman. Erinnerst du dich an den Enderman, den wir gefangen haben zum Abschlachten und er teleportiert sich sofort weg? Ja. Ich erinnere mich. Ein Klassiker. War das noch Tech World? Tech World war das noch, ja. Ja, jetzt geht alle auf unseren Kanal und schaut Tech World. Nein. Creeper, kannst du dich bitte entscheiden, ob du explodierst oder nicht? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ich muss explodieren, aber ich kann nicht. Ich kann diese arme Seele nicht töten, aber ich muss. Aha, dieses Mist. Aha. Tod. Tod und Verderben.
Unser Server rückelt noch ein bisschen. Teilweise, ja. Aber ich glaube, das ist verkraftbar mit so vielen Mods. Ja, ein bisschen herumruckeln darf man schon mal. Hut! Mr. T! Hallo, mein Name ist Mr. T und ich spiele Nachtelf, ihre Käse. Ich fand's so lustig, als sie ihn dann ins Spiel implementiert haben. Mit der Mr. T-Granate oder Irokesen-Granate. Keine Ahnung. Ich glaube, sowas war's. Heißt aber im Spiel nicht Mr. T, oder? Nee, Nachtelf-Irokesen-Fan oder so ähnlich. Hallo, ich bin Mr. T. Wie war das? Ich bemitleide diesen Trottel. War der Buff, nachdem du den Kopf aufgesetzt gekriegt hast. Ah ja. Da kann man sagen, ich meine, Blizzard hat viele Schwächen, muss ich sagen. Aber hin und wieder können sie schon so richtig austeilen. Das stimmt wohl, ja. Man kann von Blizzard halten, was man will, aber... Ich meine, ich möchte nur darauf hinweisen an Harris Pilton. Ja, genau. Harris Pilton und... Ah, das sind übrigens die Dinge, die ich damals meinte. Diese Dinge, die auch aussehen wie Meteoriten, die im Wasser sind, die eigentlich für gar nichts gut sind. Das sind diese komischen Dinger da hinten. Ach, du meinst die Voidstones-Gedöns. Oh, da sind Diamanten drinnen, ziemlich viele sogar. Echt? Ja, okay. Du musst halt nur überleben, bis du unten bist. Ja, das ohne ein Schutz-Amulett-Gedöns wird das wohl nix. Kannst es ja ausprobieren, ob du überlebst. Könnte ich, aber das wäre mir gerade ein bisschen schade um meine ganzen Bienchen. Da hinten ist ein anderer Kontinent oder eine andere Inselgruppe. Ich finde das ja so geil mit dieser Map. Wie da sieht man erstmal, wie gigantisch Minecraft ist. Ich meine, ich bin da nach oben gewandert mal. Hier ist die Stadt, da ist unser Anwesen eigentlich? Genau hier. Mit dem Pfeilen unübersehbar. Ich bin hier 1000 Kilometer durch die Walachei gelaufen und die Zeit wird schon wieder knapp. Ja, ich bin jetzt wieder in einem Sumpfgebiet und jetzt kommen wir wieder auf ein Flächengebiet. Also so. Aber komischerweise, ich habe noch keine einzige Wüste gefunden. Stimmt, ich auch nicht. Ich habe nur... Ah, das ist ein cooler Hut. Den will ich noch haben, dann beenden wir die Folge. Hey, nee, ich sag, wir machen jetzt 20 Minuten. Stimmt, weil eigentlich eh nichts passiert, ja. Mhm. Damit ihr einen Grund habt, die Folge zu überspringen. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, ihr seid durchhaltevermögend. Oder behindert. Oder eingeschlafen. Bin mir nicht sicher. Genau. Behindert lassen wir weg. Okay, beeinträchtigt. Nein, auch. Sie sind zäh. Die vielen Menschlein da draußen. Ich glaube, der Einzige, der das aushält, unsere Videos da am Stück nach der Reihe zu sehen, sind Navy Seals und was weiß ich was noch. Die werden dazu gezwungen. Das ist Teil ihrer Ausbildung. Mhm. Dafür machen wir das Ganze. Ja, das dürfen wir nicht sagen, das ist streng geheim. Mhm. Aber da ihr das jetzt gehört habt, werden wir euch wahrscheinlich töten müssen. Ah, da hinten ist ein Stonehenge, da gibt es glaube ich auch immer irgendwas. Also wenn euch bei euch die NSA killt, wisst ihr warum. Ja, dann kommt der orange Schlafanzug und ab geht's nach Guantanamo. Mhm, und dann, Das sind Witches. Die Witches. Ich glaube, die greifen an, oder? Ich erinnere dich nur an die eine Witch, ne? Oh, was mach ich da? Ich schieß mal drauf. Tot. Ne? Ja, kann passieren. Oh, was macht dieses Ding? Ich untergrabe ihre Autorität. Autorität, nehme ich mal an, wolltest du sagen. Offensichtlich ist gerade sein Rechner abgeschmiert. Dein Gesicht schmiert auch gerade ab. Sag ich doch. Ich höre niemanden mehr. Na gut, dann würde ich sagen, bis später. Nächste Folge. Ja dann, tschüss, arrivederci und goodbye.